Ein schnurriges Willkommen bei Panty spielt Eternal Darkness. Mittlerweile sind die Gegner bei Alex im Jahr 2000 im Haus angekommen. Und bevor wir jetzt hier gucken, was im Keller in dem Safe ist, weil wir das Stethoskop haben, wollen wir natürlich erstmal die ganzen Viecher killen. Sind hier welche? Klingt nicht so. Nein, hier ist nichts. Okay. Gut, der Patriotenraum ist frei geblieben. Das war der falsche Knopf. Wollen wir mal weiter. Das ist ein Trapper. Da kann man so machen. Und da war ein Trapper. So. Dann gucken wir mal weiter. Gehen wir nochmal hier in den Raum rein. Da sind auch keine Gegner gespawnt. Sehr schön. Auch kein Respawn, dadurch, dass wir in dem Raum waren. Also können wir jetzt gucken, was wir im Keller finden. Wir haben ja das Stethoskop in diesem Raum, den wir eben waren, gefunden. Und damit können wir den Safe aufmachen. So. Moment, 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 Moment. So leicht kommt ihr mir nicht davon. Kurz Hörchen, keine Gegner. Da waren wir noch nicht. Hier auch nicht, okay. Wahrscheinlich, weil das unser Safe Room ist, ja? Also, nein, da ist er, sitze. So, dann halt jetzt. Die haben uns einfach noch nicht gesehen gehabt. Das ist ja bei dem Wächter von Xelotaf genauso passiert, dass die Gegner uns, dass die Zombies uns manchmal nicht gesehen haben und dann konnten wir nicht richtig weiterspielen. So. Die Pause eben war übrigens wieder, ja, ihr wisst ja. Und wie ich mir gedacht habe, da waren gleich zwei. Deswegen habe ich den Zauber gemacht. Das trifft ja, weil das eben einmal alle trifft. So. Ich gehe davon aus, dass wenn wir, sobald wir ein Kapitel gelesen haben, also wenn jetzt noch ein Kapitel kommt, gehe ich davon aus, dass nach dem Kapitel die Gegner wieder da sind. Und hier sind aber keine. Das wäre wirklich blöd, wenn hier Gegner wären. Weil das hat schon so was von einem Safe Room, in dem auf jeden Fall keine Gegner sein sollten. So. Dann aber jetzt einmal in den Keller. Sofort speichert. Gerne auch nochmal einen neuen Spielstand. Nix. Mein Finger ist auf dem Knopf. Nein, hier ist also auch nichts. Gut. Dann benutzen wir jetzt mal unser Stethoskop. Ein antikes Stethoskop aus Messing. Mit ihm wurde der Herzschlag eines Menschen abgehört. Es ist bestimmt an die 200 Jahre alt. Ah, okay. Wir kriegen jetzt einfach einen anderen Text. Mit dem Stethoskop ist Alex in der Lage, das Einrasten des Zahlenschlosses zu hören. Übrigens, ich wollte das Stethoskop aus dem Inventar einfach benutzen. Um den Safe zu öffnen, muss das Zahlenrad zunächst so lange nach rechts gedreht werden, bis das Zahlenschloss einrastet. Dann muss es nach links gedreht werden, bis es wieder einrastet und schließlich wird es erneut nach rechts gedreht. Nach dem nächsten Einrasten lässt sich der Safe öffnen. Dann probieren wir das doch mal aus. Wir drehen also nach. Das würde ich sagen, ist nach rechts. Okay, das war hier bei 60. Ich muss jetzt hier tatsächlich einmal resetten, weil ich war zu weit. Sich, dann drehen wir es in die andere Richtung. Okay, 60, danach der. So, also 60.
80 oder in der Nähe von der 80. Und zurück. Also es muss eigentlich über... Das ist eigentlich falsch. Bei einem richtigen Safe geht das normalerweise immer jedes Mal neu über die 0. Aber wir waren jetzt hier irgendwo bei der, in der Nähe von der 40. 60. Irgendwo bei 80. 50, 60, 70. Die 50 sieht immer aus wie eine 80. Und dann... Hier. So. Auf. Und da finden wir... Uiuiuiui. Viel. Die Tür des Safes schwingt auf und enthüllt sein Innenleben. In den Fächern liegen wertvolle Gegenstände, die Edward dort deponiert hat. Natürlich nehmen wir die an uns. Das ist, wäre die Essenz von Chaturga. Jetzt haben wir also beide Essenzen. Eine Kurbel. Ein Brief von Edward. Und eine Kapitelseite. Augustus, a storm of metal and fire, and a torrent of souls along with it, young and vibrant. Yes, I have seen it coming. A worthy sacrifice, I am sure, and one that will allow the greater guardian that resides below to finish its channeling. With this sacrifice of souls I make unto thee, Great One, the gate shall be ready to be opened, and your freedom shall be at hand. So, okay. Ja, eigentlich müssen wir nur das Kapitel lesen. Wherever disaster and death lurk, there is likely to be an ancient just beyond our senses, waiting. They prey on our misfortune and exploit it toward their own twisted ends. When hundreds of oil fields are set ablaze on the heels of war, the ancient's grip tightens, knowing that lives will be forfeit and resources squandered. But a few people make a difference. People like Michael Edwards, a Canadian industrial firefighter hired to put an end to the insanity at the end of the war. Ironically for him, the insanity was just beginning. About this one. It feels more out of control than the others. More powerful. I don't know how else to describe it. This is the safest way to blow out these things. You've done this enough to know that. It's by the numbers. It's all good. Just relax. The silicone cloth and the water spray are there, so you're probably right. We've got 500 pounds of 80% nitroglycerin-grade dynamite all in place. We're good to go. Edwards, you can pull your team back now. Get your team to a safe distance and we'll try to kill the fire. Sure thing. Coming back now. We're getting a pressure increase at the well cap. It's gonna tear itself apart. Hurry! Get your team out of... Das ist, ja, das ist das Monument, in dem lauter
Sklaven einzementiert wurden. What the hell happened? They're all dead. McCormick, Patterson, all gone. Looks like they've been buried alive. Under tons of concrete. Take this. Guard it well. Many have perished for it. Take it. Take it to the ruins of Enga. At the ruins, a gathering of light. You want me to take this to some ruins under a house in Rhode Island? Take it. Save us. Oh. Mike spürt instinktiv die Gefahr und schützt seine Hände mit Hilfe seiner Jacke vor der heimtückischen Magie. Vorsichtig hebt er das Artefakt vom Boden auf. Er hat die Essenz von Ulyaoth erhalten. Nun. Und ein rubinenes Bildnis gleich dazu. Ich höre doch schon hier einen Zombie. Da wollte ich doch eigentlich meine Anmoderation fertig machen. Nun gut. Wir haben eine Axt. Die sollte auch einem Zombie Einhalt gebieten. Und zwar so. Und so. So, dann final schlagen wir die drei erstmal und dann gucken wir uns erstmal die Lage an, in der wir sind. Also, 1991. Brand eines Ölfeldes. Wir, ein kanadischer Feuerwehrmann, wurden dazu geholt, das Ölfeld zu löschen. Aus irgendeinem Grund, in dem wir einen Haufen Nitroglycerin dahin tun. Wir wollten gerade unsere Leute wegholen, damit wir sprengen können. Warum auch immer das Feuer löschen soll. Das kann mir vielleicht mal jemand erklären, weil ich kenne mich damit nicht aus. Und dann ist wohl durch einen Fehler, ja, Fehler, klar, das Zeug explodiert. Und darunter war jetzt nicht Öl, sondern, ja, wir sind jetzt wieder genau der Stelle, an der das Monument ist. Also die Stelle, die wir mit dem Baumeister, den wir eben ja gesehen haben als Geist, der uns ja die Sachen gegeben hat und quasi den Auftrag, die Sachen nach Rhode Island zu bringen, zu Familie Orovis, der da alles untersucht hat, mit dem wir da alles untersucht haben und der dann eben in diesen, ja, ich weiß gar nicht, wie man dieses Ding hier nennen kann, eingemauert wurde. Gucken wir uns mal die Leichen an. Okay, es sind einfach nur Leichen. Was sagt er hier? Kann ich... Das ist so grässlich, das will er sich gar nicht angucken. Gut, hier ist auch nochmal... Ah ja, da ist der Zombie, okay. So. Und dann gucken wir nochmal. Da hinten blinkt noch was, das ist bestimmt nochmal eine Leiche, die ich final schlagen kann. Nein, ah, oh. Oh, das ist ein Soldat. Ein ausgetrockneter Körper in einer wüstentauglichen Uniform liegt ausgebreitet auf dem Boden des Tempels. Neben ihm liegt ein Gewehr, eine Pistole und eine Anzahl Munition. Scheinbar ist der Soldat zum Kämpfen hierher gekommen. Ich nehme die Waffen an uns. Wegen ein Maschinengewehr, Munition, eine Pistole und Munition. Und ein paar Granaten. Gucken wir mal eben. Maschinengewehr, okay. Also ich versuche ja Fernkampfwaffen soweit es geht zu vermeiden. Von daher speichern können wir jetzt noch nicht. Okay.
Das hier ist schon wieder anders. Hier müssen wir... Da gehen wir doch mal... in diesen Modus hier. So. Nein, genau jetzt... ich gehe nochmal hier raus, wenn ich kann. Genau jetzt hat's geruckelt. Jetzt hat's natürlich aufgehört, ne? Ist ja klar. Was sollte eigentlich das hier passieren? Er beschwört einen neuen Zombie. Wir müssen wieder warten, bis er auf uns zukommt. Wie sind wir von diesem Zombie geschützt? Ah, wir haben den Tome of Eternal Darkness noch nicht. So. Also das Problem hier ist... dass der so nah an dem Zombie dran ist. Zu spät. Ich weiß nicht, ob ich mich mit den Granaten selbst verletze. Geh mal her und probier das aus. Das hier wird ja wohl Granatenmodus sein. Ich habe keinen Schaden genommen, der auch nicht. Also waren die wohl nicht wirklich hilfreich. Machen wir wieder nur 3 Schuss. Vielleicht, ja, jetzt ruckelt es wieder. So weit, dass es mehr oder minder komplett steht. So. Das war der falsche, die falsche Stelle, die ich getroffen habe. Ist der... Er ist nicht unverwundbar, das glaube ich nicht. Er ist noch verdammt stark. Das ist er. Nein, oh, jetzt tut er den schon wieder neu. Nein, doch nicht, okay. Puh. So. Da haben wir doch. Das hat verdammt viel Munition gekostet. 24, na gut, 450 habe ich noch, aber dennoch. Ich habe das Gefühl, ich habe zu wenig Munition. So. Und dann gucken wir mal. El Zombo. Na, auch schon despawned, okay. Dann ist die Frage, ob wir jetzt speichern können. Jawohl. Wir können speichern und dann machen wir das doch mal einfach hier. So, da können wir direkt den Finalschlag hinten dran machen. Okay, das muss eine Vision sein, weil der hat sich sofort aufgelöst.
Das ging jetzt nicht anders. So. Dann gehen wir einmal in das Grüne rein, wenn es geht. Damit wir unsere Sanity heilen können. So. Natürlich sind hier auch Zombies. Klar. Ohne Gegner wäre das Ganze auch etwas zu einfach. Ja, Finanzschlag, so. Aber jetzt können wir uns erstmal heilen und dann wieder zurück. Ich habe das tatsächlich früher viel öfter missbraucht, um mich zu heilen. Indem ich mich mit Absicht von einem Trapper fangen lassen habe und dann einfach die rote Plattform verwendet. Und hier hinten, hier liegt übrigens, das ist die Leiche, die wir letztens dahin teleportiert haben. Der leblose Körper eines jungen Mannes liegt gekrümmt vor der Wand der Plattform. Eingetrocknetes Blut bedeckt Gesicht und Nacken und hat die Reste dessen, was einmal eine Uniform war, dunkelrot gefärbt. Das ist der, den wir teleportiert haben. Okay, wir haben uns auch verbunden. So, es hätte eine andere Möglichkeit gegeben. Tatsächlich, ich habe ganz vergessen, dass ich ja die hier habe. So. Und dann kannst du so machen. Ha. Speichern vielleicht, wenn wir können. Dann schauen wir mal weiter. Hier geht's hoch, ich weiß. Ich bleib stehen, weil es wieder ruckelt. So. Und dann geht's hier auch wieder hoch. Ich will aber erstmal hier diesen Gang erkunden. Geht der im Kreis? Einmal Karte? Nein, er geht nur fast im Kreis. Wie man sieht, es gibt einmal im Norden wahrscheinlich den Punkt, wo wir herkommen. Ja, muss ja sein, weil da die Karte, das Gegenstück der Karte bekannt ist, sieht man ja im Hintergrund gleich durchscheinen. Und dann noch drei weitere Punkte. Wir laufen jetzt einmal ans Ende des Ganges. So. Und dann geht's hier am Ende hoch. So, das hier scheint die Kammer zu sein. Nein, halt, Moment. Das ist die Kammer, die wir noch nicht kennen. Das ist ja eine Stadt oder sowas. Dies scheint ein maßstabsgetreues Modell der Umgebung zu sein. Es ist aus Ton gebrannt und wirkt zerbrechlich. Einige der Gebäude sind mit einer reflektierenden Glasur überzogen. Okay. Und hier ist ein Sonnen... Da kommt Sonnenlicht drauf und ein Sonnensymbol. Vor dem Modell befindet sich eine Vertiefung im Boden. Vielleicht kann dort etwas eingesetzt werden. Nur ich gehe mal nicht aus, dass ich jetzt hier meine Axt einsetzen muss oder so, sondern dass ich das noch finden muss. Weiter. Das war's dann. Also hier haben wir einen Raum, wo wir irgendein Rätsel lösen müssen. Okay. Ist das... Nein, der Raum hat nur einen Ausgang. Okay. Dann geht's hier wieder zurück. Dann gehen wir mal eins zurück. Und dann sind wir hier. Oh, Zombies. So. Dann erstmal hier den hier machen. So. Und dann schauen wir hier mal, wie es weitergeht. Hier haben wir also einen... Okay, der Raum ist hier zu Ende. Das ist tatsächlich ein kleines Räumchen. Und was haben wir hier? Einen Stab.
Ein eigenartiger Stab liegt auf dem Podium. Ledierten Stab, den gucken wir uns mal näher an. Ein langer Stab aus Hartholz. Seine lackierte Oberfläche, die vor langer Zeit einmal sauber und glänzend war, ist nun verbeult und zerkratzt. Das eine Ende des Stabes besteht nur noch aus blankem Holz. Hier war früher mal was aufgesteckt. Also, falls meine Axt kaputt geht, kann ich den Kopf von der Axt da wieder draufstecken. So, hinunter. Und jetzt wieder zurück und die nächstvorherige Kammer. Das war genau, das war auf der Seite. So. Ah, schon wieder so einer. Ich hab's mir gedacht. Ich wollte es aber ausprobieren. Das war aber jetzt ein Trapper. Zwei. Gleich zwei. Was haben wir denn hier schon? Das kann ich nicht sehen. Und das, der Rechner ruckelt wie Sau. Rechner, ja. Doch, es ist ja der Rechner, der ruckelt. Es ist halt so weit, dass es mich auf jeden Fall trifft. So. Sind die Gegner in der Trapper-Dimension etwas schwerer? Jetzt versuche ich ein rotes zu kriegen. Jawohl, da will ich hin. Üblicherweise wurden die, kann ich mich erinnern, die Gegner der Trapper-Dimension werden immer schwerer. War jetzt auch nicht sonderlich schwer, klar, aber vorher war es nur ein Zombie, jetzt sind es zwei. Und dafür kann ich mich zeigen. So, die kann ich wahrscheinlich auch nicht speichern. Genau, weil die Finsternis naht. So, dafür kann ich die Waffe wechseln. Und den anderen Zombie, da renne ich jetzt einfach dran vorbei. Oh, das waren zwei. Glück gehabt. Ich habe den zweiten eben gar nicht wahrgenommen. Wie kann der mich getroffen haben? Ehrlich gesagt. Ab in die Grüne. Ach, eigentlich kann ich auch erstmal. Jetzt heile ich mir meinen Geist. Ich meine, wo wir schon mal da sind. Da bleiben auch hier weise Worte eines Liedermachers. So. Das ist natürlich jetzt richtig fies, weil die stehen halt einfach da so. Dass die mich direkt angreifen. Das war natürlich blöd. Ich bin doof. Ich habe keine Möglichkeit mehr auszuweichen, ne? Oh, verdammt. Den wollte ich nicht angreifen, aber egal. Das hilft nicht. Ich glaube, ich gehe jetzt drauf. Da habe ich das Laden abgebrochen.
erstmal wieder runter. Ich habe immer noch nicht das Tome of Eternal Darkness. Ich kann mich nicht heilen. Bin schon mal wieder da, wo ich herkomme. Das ist schon mal gut. So. Ich kann jetzt aber erstmal nachladen. Das Einzige, was ich nicht weiß, ist, ob die jetzt wieder resettet sind. Von wegen Lebensenergie. So, was haben wir denn hier? Ein Goldamulett. Ist ehrlich? Da gehen wir doch einfach mal runter und gucken mal, ob dieses Goldamulett hier... Hat der noch irgendwie was? Hat der Alkohol oder so, mit dem der sich irgendwie heilen kann? Nee, der hat gar nichts. Dieses Goldamulett auf den Stab, das habe ich mir schon gedacht. Und jetzt? Das Goldamulett sah aus, als wenn das so spiegelmäßig ist. Goldamulett mit einer Linse, genau. Und wenn wir das jetzt am anderen Ende da reinstecken... Ich hoffe eigentlich nur darauf, dass wir jetzt endlich den Turm auf Eternal Darkness kriegen. Also wenn wir das jetzt nicht überleben, dann... würde ich ja sagen, gehen wir her und ignorieren die Gegner möglichst und rennen dran vorbei. So. Und zwar ist hier... Ja, schließlich der Sonnenstrahl. Dann sagen wir jetzt, ich muss glaube ich noch näher ran. So. Nutzen. Und jetzt würde ich sagen, bewege ich das Ganze so, dass alle drei Gebäude gestrahlt werden. Okay. Nein, es passiert einfach was, wenn ich das mache. Es wird ein neues Ding frei. Das ist tatsächlich gar nicht so einfach von der Steuerung her. Und ich weiß auch nicht, ob ich gerade durchgehend Lebensenergie verliere, weil das Lebensenergie-Ding da ist und ich das Herz höre, schlagen höre. Okay. Damit haben wir jetzt irgendetwas freigeschaltet. So, wenn wir speichern können, dann aber nicht in dem Slot, sondern in einem anderen, weil ich bin fast tot. So. Ich hoffe, das ist jetzt nicht irgendwie ein Laser... Nein, das springt uns nicht sofort um. Gut. Ja, vielleicht gibt es was anderes dazu zu sagen. Nein, das ist der gleiche Text. Okay. Okay, wo war das denn? Wo ist das denn aufgegangen? Ist das hier hinten aufgegangen? Oh, ja. Gut, dann schauen wir mal, wo uns das hier hinführt. Ja, der Turm of Eternal Darkness. Wir schleppen uns mit letzter Kraft dahin. Mit B. Kriegen einmal alle Visionen mit und dürfen jetzt endlich weißt du was? Ich mach das sogar so. Der höchsten Stufe. So. So viel zu dem Thema. Und damit würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Ich werde jetzt eben noch, wie beim letzten Mal, dafür sorgen, dass alle drei Balken aufgeladen sind, indem ich hier einfach ein bisschen rumlaufe. Und dann speichere ich und dann werde ich auch für heute mit der Aufnahme Schluss machen. Das heißt, wir sehen uns nächste Woche. Ja,
Wir sehen uns nächste Woche auf YouTube und auf Twitch. Weiß ich noch nicht genau, wie lang es dauert, bis ich die nächste Aufnahme starte. Aber zumindest... Guck mal, da kann ich während der Abmoderation eben schnell noch das machen. Weil das mache ich immer so ein bisschen nach Gefühl. Aber wir sehen uns nächste Woche bei Panty spielt Eternal Darkness. Ciao, miau.